Vom 7. zum 10. September 2017 war der Flugplatz Spitzerberg Austragungsort der 6. Station des erstmalig stattfindenden Helicopter World Cups der FAI. Piloten aus Russland, Deutschland, Norwegen, Tschechien und Österreich traten gegeneinander an, um Weltcup-Punkte zu erkämpfen. Ein neuer Höhepunkt in der langen Traditionsgeschichte des Flugplatzes. Die Piloten mussten die beiden ident aufgebauten Slalomparcours in kürzester Zeit abfliegen, wobei der Co-Pilot einen Eimer mit Wasser an einem 5 Meter langen Seil führen musste. Ziel des Parallelslaloms war es, den Eimer in vorgegebener Richtung und Reihenfolge durch 6 Tore zu lenken, um ihn abschließend auf einem Pfosten abzusetzen. Wobei Torfehler, Bodenberührung, falsche Seilführung und Verschütten von Wasser zu einem Punkteabzug führten. Der Wettbewerb zeigt die Disziplin der Piloten, in der sie Präzision, Teamwork, Reaktionsschnelligkeit und exakte Steuerführung beweisen müssen. Nach dem Bewerb zeigte der russische Weltmeister Maxim Sotnikov eine atemberaubende Vorführung, im Fachjargon Display genannt. Am Nachmittag zeigten die Einsatzkräfte ihr Können. Den Anfang machte die Polizei, die mit einer Anlandung eines voll ausgerüsteten EC-135 beeindruckte. Der ÖAMTC war ebenfalls mit einem EC-135 vertreten. Die Crew zeigte bei einem simulierten Seilbergungseinsatz ihr perfektes Zusammenspiel von Piloten und Flugretter. Die Vorführung endete mit einer präzisen und sanften Landung. Wie im Großen, so im Kleinen. Sehr zur Freude des Publikums flog RC-Pilot Peter Illmeier souverän sein Großmodell des ÖAMTC-Hubschraubers.
Den Höhepunkt des Rahmenprogrammes bildete eine Vorführung vom Chefpiloten der Red Bull Hubschrauberflotte Siegfried Blecke-Schwarz auf einer Bo 105. Weltweit gibt es derzeit nur 5 Piloten, die eine Kunstflugberechtigung für die Bo 105 haben und nur 2 Piloten, die ausbilden dürfen. Und wenn man ihn fliegen sieht, dann versteht man, warum Siegfried Blecke-Schwarz einer dieser beiden Piloten ist. Den Abschluss des Events bildete die Siegerehrung des Parallelslaloms. 13 internationale Teams waren angetreten. Vereint in der Begeisterung für den Flugsport haben sie außerordentliches Können gezeigt. Was diese Menschen über Ländergrenzen hinweg verbindet, ist mehr als der Flugsport. Es ist gegenseitiger Respekt. Fliegerlegende, Pilot, Hubschrauberpilot, sein Hubschrauber steht da hinten, der Augusto Bell, 206 Jet Ranger, er der Kommandant des legendären Dreadnought-Teams. Und viele Hubschrauberpiloten haben bei ihm gelernt. Rede dieser Fliegerlegende, bitte. Ja, ich möchte jetzt zum Abschluss nach einer Kampfwoche für mich, aber für die Teilnehmer zumindest Kampf 3 Tage, die mit einem sehr starken Wind begonnen haben, aber heute mit einem wunderschönen, ruhigen Wetter geendet haben. Ich bin froh, dass alles, das ist das Wichtigste, ohne Unfall abgelaufen ist. Das ist immer, die grauen Haare sind noch grauer geworden und dank der guten Leistungen aller Piloten haben wir es geschafft. Trotz immensen Wind von bis zu 30 Knoten die Gewerbe durchzusehen. Also ich ziehe meinen Hut vor unseren Piloten ab. Region hier Donauland, Kanuntum, herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, dem die köstlichen Getränke hier überreicht worden sind, zu Ehren der Sieger hören wir jetzt die russische Nationalhymne. To honor the winners, we will hear now the Russian anthem. Ready for takeoff.